Epikur liest auf dem Buch Grund- und Freiheitsrechte von A bis Z. Fangen wir einfach an mit A. A wie Atmung. Wenn der Mensch das Licht der Welt erblickt, ist das Erste, was er können muss, damit er in der Menschheitsfamilie aufgenommen ist, atmen. Einatmen, ausatmen. Es ist ein Grundrecht, ist angeboren. Grund- und Freiheitsrechte für alle sind unverhandelbar, haben für alle zu gelten. Das ist die P-Geschichte. P wie Palast im Epikur-Alphabet. Ja, dieser Palast ist frei von Fußangeln, frei von Angst. Er ist einfach der Palast der Zuversicht, der inneren Stärke, des inneren Lichts. Und dort zieht es uns hin, wenn wir die Tür einfach angehen. Ein Palast der Mitmenschlichkeit, der Zuversicht und der Souveränität. Das wär's für heute, euer Kater Epikur. Und Jova zeigt uns, wie wir in den Palast einziehen können. Ich glaube, es geht einfach um die Liebe. Und die Liebe ist nämlich das stärkste Virus. Und wenn wir das kriegen, hey, dann geht's uns echt gut. Vergeben, das heißt mir selbst vergeben, dann wird alles andere leicht und wir werden in den Palast eintreten können. Gemeinsam. Die Mahnwächterinnen haben es vorgelebt. Und wir leben es auch weiter vor. Indem wir uns selbst vergeben und diesen Prozess anderen auch teilhaben lassen, wird das in ein Gemeinsam umgewandelt. Und was die Menschen seit Jahrtausenden erlebt haben, Krieg, Unterwerfung, Gewalt. Ich denke, es geht auch anders. Das geht nämlich so, weil in Wirklichkeit sollte der wahre Virus die Liebe sein. Nicht und durch gar nicht klein machen lassen sollen.
In diesem Sinne, für die Freiheit. Ja. Teilen macht nämlich gesund. Mhm. Thank you.